70 mm, ein Filmformat, das aktuell wieder einen Aufschwung durch Filme wie Dunkirk oder Mord im Orient Express erfährt. Doch was ist die Faszination an diesem analogen Format und was macht den Unterschied zur digitalen Projektion? Viele Filme werden heutzutage ausschließlich digital gedreht, bekommen dann aber trotzdem eine analoge Auswertung auf 70 mm. Doch diese sogenannten Blow-Ups sind wichtig für die Filmbranche. Ich finde, das sieht, obwohl es ein Blow-Up aussieht, oder die Filme zum Teil wie Fantastic Beasts wahrscheinlich komplett in der Endbearbeitung, in der Post-Production im Computer entstanden sind, das sieht ganz gut aus, ne? Und es hat eine etwas andere Anmutung als eine digitale Projektion. Und es hält damit auch, wie soll ich sagen, Kodak produziert weiter Film, weil er auch abgenommen wird von den Studios und so weiter. Denn wenn wir irgendwann Kodak keinen Film mehr produzieren würde, würden wir auch solche Sachen nicht mehr erleben und vor allen Dingen ältere Filme, die neu kopiert werden sollen, die gesichert werden müssen oder so weiter, kann dann gar nicht mehr geschehen. Ich bin mit Film groß geworden. Also jahrzehntelang habe ich mit Film zu tun, habe ihn vorgeführt, habe Filme verkauft, habe sie bearbeitet und so weiter. Es ist schade, wenn man das irgendwie missen würde. Man hat haptisch etwas in der Hand und eine gute Filmprojektion auf einem adäquaten großen Kinobildwand sieht in meinen Augen immer noch einen Ticken anders aus oder hat eine andere Anmutung, als es eine Digitalprojektion ist. Allerdings gibt es auch große Unterschiede bei 70 mm. Es gibt große Unterschiede natürlich, also bei Blow-Ups, was weiß ich, bei Roger Rabbit oder sowas, der... Das war ja eigentlich eine Vista-Vision-Produktion. Das heißt, da ist das Negativ ein bisschen größer als 35 mm, ist aber auf Breitwand gedreht. Das heißt, dann auf dem 70 mm Film hat man dann quasi links und rechts Balken, ja, um dieses 1:1,85 auf der Leinwand dann abzubilden. Es gibt andere Produktionen, die dann von der Breitwandvorlage ein CS-Bild machen, wie zum Beispiel gestern Das dreckige Dutzend oder Cobra Verde ist auch so ein Film von Werner Herzog, wo sie einfach oben und unten Bildinformationen abgeschnitten haben, um ein ganz breites Bild zu haben zum Beispiel. Dann gibt es sphärische Kopien, die nach außen hin schmaler werden. Das hat dann so einen bestimmten optischen Effekt einfach, beziehungsweise kann man da auch bestimmte Optiken einsetzen, die das dann wieder entzerren. Und wir haben jetzt bei Hateful Eight zum Beispiel das Ultra Panavision Format jetzt wieder erlebt, das seit, ich glaube, 40 Jahren oder so nicht mehr angewandt wurde. Das heißt, da ist der Film gestaucht auf dem Film drauf, also so ähnlich wie das bei CinemaScope ist. Und der wird dann quasi entzerrt mit Anamorphoten und das bei Ultra Panavision auch der Fall. Leider geht aber die Zeit nicht ganz spurlos an den Filmen vorbei. Die meisten Filme von 1982 sind mittlerweile schon stark gefadet, weil da einfach der chemische Prozess nicht ausgereift war, der da zur Anwendung kam in den 60er Jahren. Das heißt, die sind sehr rot, die Kopien. Und klar, jetzt ein Kinozuschauer, der jetzt mit dem Medium nicht so viel anfangen kann, der sitzt da drin und denkt, was ist denn hier los? Ich bezahle Eintritt und ich habe keine Farben mehr. Und auch einen schwächeren Kontrast und so weiter. Aber es sind natürlich viele Festivalgäste da, denen das nichts ausmacht. Die wollen halt einfach die Filme in dem Format sehen, mit der hohen Auflösung, mit der hohen Korndichte und so weiter. Da spielt das nicht so eine Rolle. Aber ja, also so 1982 wurde der chemische Prozess geändert und seitdem sind auch die Farben, also zumindest bis jetzt, stabil. Oder was für mich auch immer eine Eselsbrücke ist, sind die ersten beiden Indiana Jones Teile. Da gibt es auch Blow-Ups für 70 mm. Der erste Teil ist von 1979 oder 1980 und der ist komplett rot einfach. Und der zweite Teil ist jetzt auf diesem neueren chemischen Verfahren hergestellt worden und da sind die Farben einfach top. Mhm. Ja. Um die Filme überhaupt abspielen zu können, ist der Projektor extrem wichtig. Von 1954 bis 1968 stellte Philips den DP70-Projektor her, der sowohl 35 als auch 70 mm Filme abspielt. So die Königsmaschine für 70 mm, weil die mit dem Film sehr schonend umgeht. Da gibt es auch am wenigsten
Probleme, dann tatsächlich alle Teile noch aus Gusseisen, Metall gefertigt sind und der Verschleiß an den einzelnen Teilen relativ gering ist. Jetzt, im Vergleich zur DP75 haben wir auch eine installiert, da muss man schon öfter mal warten. Da gibt es einige Teile, die aus Plastik sind, die halt schnell abnutzen und so weiter. Die DP70 ist ein sehr guter Projektor, um 70 mm zu zeigen. Ja. Also Bildstand ist auch immer 1A und das ja, hat sich eigentlich so für uns bewährt. Damit der Film reibungslos und ohne Probleme gezeigt werden kann, ist einiges an Vorbereitung nötig. Die Filme müssen auch fertig gemacht werden. Also die werden erstmal kontrolliert von Rolle zu Rolle. Und dann werden die halt auf eine große Rolle draufgezogen. Jeder Akt hat ein Startband, Endband. Am besten noch mit Kontrollbild oder mit irgendwelchen anderen Hinweisen, dass das wirklich zueinander passt. Weil bei diesen alten Kopien, wie gesagt, kann man sich nie sicher sein, ob das alles so stimmt, wie es draufsteht. Das wird zusammengeklebt, muss natürlich die Klebestellen alle kontrollieren und Einrisse überkleben und die Kopie einfach spielfertig machen. Wie gesagt, das kann relativ lange dauern bei einer alten Kopie. Wir haben 70 mm Teller, die sind ein bisschen größer, aber die Grenze liegt für uns so bei 150 Minuten. Das liegt aber auch daran, dass wir nicht mehr in dieses Regal reinkriegen, weil das nicht breit genug ist. Wir hatten aber auch schon Filme, die dann, ich glaube, knapp 180 liefen, wo man dann direkt vor der Vorstellung halt den Rest noch draufwickelt und dann direkt nach dem Vorbereiten abspielt und gar nicht diese Zwischenstation mit dem Regal hat. Aber ich kann mich erinnern, bei Titanic, der geht 194 Minuten, haben wir uns entschieden, eine künstliche Pause einzubauen, weil das einfach zu gefährlich war. Also, der hätte gerade so drauf gepasst, aber da muss nur irgendwie was passieren, dass da irgendjemand gegen den Turm läuft oder irgendwas ist nicht richtig. Es ist richtig relativ schwierig, das noch außen abzusichern mit Bobbys, so wie wir das manchmal machen, weil einfach nur noch super wenig Platz ist. Und das ist einfach so ein großes Risiko, dass man nicht eingehen muss, dass man dann die Kopie irgendwie ruiniert oder so. Naja, der Film ist dann schon relativ schwer, das kann schon bis 100 Kilo dann gehen, je nachdem wie lange er ist. Und dann braucht man halt zwei, drei Leute, um den erstmal ins Regal zu legen. Und dann, wenn er dran ist, kommt er vom Regal auf den oberen Teller. Von dort aus wird dann eingelegt durch den ganzen Vorführraum über verschiedene Umlenkrollen. Dann wird er in den Projektor eingefädelt. Die meisten alten Kopien oder eigentlich alle alten Kopien haben ja Magnetton. Das ist auch noch so ein Ding, was ich vorhin gar nicht erwähnt habe. Das ist natürlich auch so ist, dass Magnetton sehr anfällig ist. Also wenn man dann in der Film in Kinos liefen, die das vielleicht nicht so auf dem Schirm hatten und vielleicht ja, so einen magnetischen Staubentferner einsetzen oder so, kann das schon sein, dass die Tonspur dann auch gelöscht oder teilweise beschädigt ist. Also das ist auch gehört auch zur Vorbereitung, dass man auf jeden Fall den Großteil vom Film einfach mal durchschaut und auch nach dem Ton beurteilt, ob das noch alles ganz koscher ist, genau. Naja, der Film wird eingelegt in die Maschine und läuft dann über ein Rollenlenksystem wieder zurück und wird dann unten auf dem Teller wieder aufgewickelt. Und wenn der durch ist, dann wird er wieder abgezogen. Der Ton, der kommt ja auch, wenn es jetzt kein Magnetton auf dem Film ist, kommt der wahrscheinlich auch extra an. Ja, genau. Also ja, genau bei den neuen Polyesterkopien. Ja, also Magnetton gibt es ja schon seit sehr vielen Jahren nicht mehr. Ich schätze mal seit 15 Jahren, schätze ich mal, ja. Also die letzte größere Produktion mit Magnetton war In einem fernen Land mit Nicole Kidman und Tom Cruise. Das ist auch so die letzte große 70 mm Auswertung im Kino in den 90er Jahren. Die Firma, die jetzt die 70 mm Bänder bespurt hat, gibt es nicht mehr und deshalb musste man sich noch was anderes suchen. Was ist auch nicht so schwer war, weil ja auch im 35 mm Bereich dann mit DTS gearbeitet wurde. Und das ist quasi eine übertragene Form dann auf 70 mm, das DTS. Das heißt, das sind so kleine Morse-Codes auf der Kopie drauf, die werden abgelesen und abgeglichen mit einem Computer. Auf dem Computer ist dann der Ton drauf. Der Ton, der kommt dann auf CDs oder auf DVDs und den spielst du ein und du kannst quasi dann dem Tonprozessor sagen, sogar noch, ich hätte den Film gern jetzt in Deutsch oder auf Englisch abgespielt zum Beispiel. Das ist natürlich ein weiterer Vorteil. Es ist leider digital natürlich, nicht wie der Film analog. Aber klar, bei einer Magnetonbespurung hast du eine Sprachfassung und nur die kannst du zeigen. Und mit dem DTS ist das halt ein bisschen
variabler oder kann man halt natürlich, wie wir es jetzt auch gemacht haben, Dunkirk auf Deutsch, auf Englisch oder auch dann mit Untertitel zeigen. Die Untertitel bei Dunkirk, die waren ja fest drin, oder? Nee, die waren digital projiziert. Ah, ihr habt die drauf projiziert. Genau. Ja. Ah, okay. In einem Digitalprojektor, genau. Das ist natürlich dann auch praktisch. Das ist praktisch, ja. Viele sagen natürlich, oh mein Gott, da leidet jetzt der Kontrast von dem Ja, aber sie waren sehr weit Film, unten, das ging schon. Die sind weit unten und man kann das natürlich, wenn man das richtig vorbereitet, so einstellen, dass da das Bild wirklich nur, also so gut wie gar nicht drunter leidet, dass man das schon in Kauf nimmt, dass man eine Überprojektion hat. Also ich finde, dass es ziemlich gut aussieht. Okay, aber man kann insgesamt festhalten, 70 mm, da hat der Vorführer noch wirklich was zu tun. Ja. Im Gegensatz zu den neuen digitalen halt, wo es wirklich nur ums Abspielen geht. Ist natürlich auch so, dass, keine Ahnung, wenn der Digitalprojektor steht, ein Problem ist, kannst du ja nicht irgendwie jetzt eine Rolle tauschen oder das Ding auseinanderbauen und schauen, ah, hier, das könnte man wechseln oder hier, dies oder jenes ist das Problem. Dann musst du halt sofort einen Support anrufen für die digitalen Projektoren, die dann per Ferndiagnose zum Beispiel schauen, ah, hier ist ein Softwareproblem oder hier ist die Festplatte kaputt oder da geht der Lüfter nicht mehr oder sonst irgendwie was. Und das ist, natürlich sind die Apparaturen verplombt, die können wir jetzt nicht auseinandernehmen und das ist natürlich alles nicht dafür gedacht, dass jetzt jemand aus dem Kino das Ding repariert. Ja, also das ist schon ein großer Unterschied auf jeden Fall und vom Aufwand ist es schon auch was anderes. Also es ist halt schon mehr Computerarbeit, man klickt halt die Shows zusammen, schaut, dass der Content da ist, schaut, dass die Schlüssel da sind und natürlich machen wir auch trotzdem Kinogong und sowas. Bevor die Vorstellung läuft und so. Aber es ist natürlich schon was anderes. Das heißt, wenn der digitale Film läuft, dann läuft er. Also das ist ganz unwahrscheinlich, dass während einer laufenden Show irgendwas schief läuft. Ja. Und das ist bei analogem Vorführen natürlich ganz anders. Hm. 70 mm hat definitiv seinen Charme. Doch das ist bekanntlich nicht alles. Für mich ist es natürlich in erster Linie auch ein Job oder ich mache es natürlich total gerne. Ich arbeite total gerne mit dem Material und arbeite gerne an den analogen Projektoren und so weiter. Aber für mich ist Kino oder Film schon eher von Inhalten bestimmt und nicht unbedingt von der Technik. Das heißt, es gibt in meinen Augen sehr viele 70mm Produktionen, die inhaltlich sehr schwach sind. Es gibt auch natürlich großartige, wie 2001 Odyssee im Weltraum zum Beispiel. Gibt auch sehr viele großartige natürlich, aber genauso wie im analogen Zeitalter oder im digitalen Zeitalter ist es nicht unbedingt vom Medium abhängig, ob jetzt für mich ein Film gut oder schlecht ist. Also das ist so meine Zuschauerperspektive. Also ich würde mir jetzt keinen Film auf 70 mm anschauen, nur weil er auf 70 mm projiziert wird. Also es interessiert mich schon, ich gucke mir das dann vielleicht mal an oder schau mal rein. Aber um mir wirklich einen Film anzuschauen von A bis Z, muss mich schon der Film oder der Regisseur interessieren. Die Faszination ist natürlich, dass du was in der Hand hast, dass du die Bilder sehen kannst und dass die Bilder in den Projektor reinlaufen mit 24 Bildern pro Sekunde und du neben der ratternden Maschine sitzt und rausschaust und du hast einen flüssigen Film. Das ist schon eine Magie, auch wenn es natürlich irgendwie was Steinzeithaftes hat, ja, weil jetzt im digitalen Zeitalter natürlich die Wahrnehmung halt einfach eine andere ist, ja, weil die Technik auch eine andere ist, aber einfach dieses Ding, 24 Bilder pro Sekunde rattern durch den Projektor, du schaust raus und draußen hast du einen laufenden Film, das ist der Hammer. Und natürlich bei guten 70 mm Prints ist natürlich die Schärfe hervorragend. Also hast du jetzt selber gesehen, die unterscheiden sich schon teilweise extrem, dass sie teilweise sehr gut, teilweise wirklich weniger gut aussehen und jetzt gar nicht dem Format so eine wahnsinnige Ehre machen. Dafür aber vielleicht einen guten Magnetton haben oder sowas. Das ist immer so eine Abwägesache, aber klar, das macht Riesenspaß, dann eine gute Kopie zu haben, die eine gute Dichte hat und man denkt, wow, okay, so muss ein Film eigentlich aussehen, also qualitativ sehr hochwertig. Wenn dann der Film noch zusätzlich gut und interessant ist, ist das natürlich die absolute Erfüllung. 70 mm ist etwas Besonderes und es gibt nur noch sehr wenige Kinos, die dieses Format so zelebrieren wie die Schauburg in Karlsruhe. Also, falls ihr einmal die Möglichkeit bekommt, einen Film in 70 mm zu sehen, solltet ihr diese wahrnehmen.